Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Part von New World. Ja, so, wir haben einiges zu tun. Freund oder Feind, fragt Minister Lochner nach den Botschaften aus dem Synefin-Bergwerk. Das machen wir als erstes. Es ist sogar Nacht. Oh mein Gott, da steht er ja. Hallo! Ah, unser tapferer Neuankömmling. Ich höre, die Ritterregentin hat dich in die Mine geschickt. Hohe Ansprüche an einen Gast, aber es ist ihr Recht. Aber sag, die Situation dort war doch sicher nicht so grässlich wie beschrieben? Das war sie und es gab mehrere Berichte dazu. Oh ja, das ist mir bewusst. Ich habe die Schreiben selbst erhalten. Die Vorarbeiterin wollte, dass wir all unsere Ritter zur Verteidigung in die Mine schicken, aber das war unmöglich. Wieso war das unmöglich? Nebst aller Vorbereitungen zur Rückkehr des wahren Erben können wir schlichtweg nicht so viele unserer Ritter entbehren. Ich wollte einige Ritter entsenden, doch dann erfuhr ich, dass dir diese Aufgabe zuteil wurde. Ja, ja, erzähl du mir einen vom Pferd. Die Ritterregente möchte darüber reden. Bitte, sag ihr, ich breche auf, sobald ich meinen wichtigen Beitrag im Namen des wahren Erben geleistet habe. Womit ich gut vorankam, ehe ich unterbrochen wurde. Sag ihr nicht mehr lange. Und vielen Dank für deinen Dienst für Pridewen. Du hast Dreck am Stecken. Ich hab's im Gefühl. Jetzt muss ich wieder zu ihr. Also ich nehme jetzt vormittags auf um 11 Uhr und ich weiß nicht, war es GameStar oder sonst wer da behauptet hat, New World sei tot. Ich meine, es ist ein schönes Spiel und kommt jetzt nicht auch irgendwann ein Update oder so für PlayStation 5, New World Arcanium oder so? So. Du bist zurück. Ja. Doch ohne Minister Lochner. Ja. Der Hund wollte nicht. Sagte, er sei zu beschäftigt mit den Vorbereitungen. Dann sei es so. Hm. Als Ritterregentin ist es vielleicht besser, wenn ich mich selbst um so etwas kümmere. Ja, vielleicht. In deiner Abwesenheit war Vorarbeiterin Musa hier und hat mir von den Geschehnissen in der Mine berichtet. Sie sagt, am Tag nach dem Erscheinen der geheimnisvollen Tafel hätten verlorene Piraten die Mine wie aus dem Nichts angegriffen. Hm. Wie es meine Pflicht als Ritterregentin verlangt, habe ich Sir Payne gen Norden entsandt. Lochner wird das nicht freuen, aber vielleicht ist er jetzt bereit, mich aufzusuchen. Ich kann mich Sir Payne anschließen. Du bist eifrig und tapfer. Das weiß ich zu schätzen. Ja. Ich hoffe, dass du und Sir Payne die Piraten von weiteren Angriffen abhalten und dabei herausfinden könnt, was sie antreibt. Möge das Glück euch beiden hold sein. Ja. Ich habe ja nichts anderes zu tun. Außer 100 Quest hier. So. Wie war es denn noch? Nein. Hier. Karte. Hier haben wir noch etwas unentdeckt. Hier müssen wir hin für Blumen. Ich muss mal ein bisschen raus. Da hoch wäre dann Ritter im Norden. Wo ist 3 und 4? Oha. Angeln mit Schilden, okay. Ah, 3 wäre da. Puh, dann würde ich doch mal behaupten, wir machen erst 2. Wenn wir sowieso dann da hoch müssen, machen wir dann Nummer 3. Oder? Ach, und wo ist Nummer 4?
Keine Ahnung. Geh jetzt zu Nummer 2. Rohstoffe prüfen. Rüste eine Bergbauhacke Feuerstein aus. Bergbauhacke? Ach so. Bergbauhacke. Abgeschlossen. Okay. Dann machen wir doch erst die Nummer 4. Ist er gleich da? Ja, bei Teufelsbruch. Dann muss ich links raus. Hier, ne? Wieder Wölfe. Wölfe haben auch nichts anderes zu tun. So. Du bist mein Essen und der und das Reh, was mir da vorgesprungen ist, ist auch mein Essen. Eine Hirschkuh. Sehr schön. So. Brunnen einholen. Ach, macht immer. Das ist meine Nummer 4. Dann müssen wir wahrscheinlich da hoch. Gehe ich richtig? Ich bin schon dran vorbei. Busch. Wieso dreht sich das so? Soll ich hier? Ach so. Na denn. Ja, das machen wir später, oder? In der Holzwerkstatt folgendes her, Bauholz. Ausleder. Ach, oder wir gehen zurück und machen das erst. Deswegen ist die Aufgabe schon mal weg. Thank you.
Ja, gib noch mal Leder her. Okay. Oh, was gibt's hier? Vorratskiste. Sandpapier. Was ist das da hinten für ein blaues? Keine Ahnung. So. Pütwin. Dann fangen wir mal an. Hier. Was soll ich machen? Rausleder. Rausleder. Ich habe so viel raus. Ja, machen wir mal 10 Stück. Ah, man kann nicht verkaufen, ne? Dann machen wir nur 4. Erstmal. Sehr schön. Okay, haben wir. Dann Next Point. Irgendwo da. Man muss ja alles ein bisschen lernen. Stelle am Steinmetz 10 Dingens her. So, haben wir das auch. Dann Holzwerkstatt. Wo ist denn die Holzwerkstatt? Auch 10, ne? Ach, mach alle. Rohstoff, sprich mit Jemal. Chadir oder Kadir, Chadir. Wo war denn der jetzt? Da in die Richtung. So. Toll. Genau das, was ich brauche. Die richtige Sorte und Menge. Warst du schon immer so einfallsreich? Ja, hat mir schon öfters gesagt, ich sei ganz nützlich. Du bist ein guter Mensch, Rajal Sadak. Hier auf Eternum wirst du sehr gut zurechtkommen. Hoffentlich sehen wir uns öfter. Ja. So, Erntehandschuhe haben wir bekommen. Hast du hier Freunde gefunden? Du scheinst jemand zu sein, mit dem man gerne befreundet sein möchte. In Syrien zeigen wir uns immer erkenntlich. Du hast mir sehr geholfen. Ich möchte den Gefallen erwidern. Okay, dann heißt er nicht Jemal. Dann wird das, glaube ich, nicht Jemal ausgesprochen. Kemal Kadir. Kadir. Eine gute Tat verdient eine weitere. Eine Lebensweisheit, Rajal Sadak. Ich denke, du hast das Zeug zum Ritter. Bleib doch mindestens noch ein paar Sommer für mich am Leben. Hat dir jemand das Schwerterschmieden beigebracht? Nö, noch nicht. Ich schätze, ich muss hier wohl alles selber machen. Ich bin sicher, sobald ich dir das Schmieden beibringe, wirst du ganze Waffenkammern füllen. Du hast einfach diese fleißige Art an dir. Okay, das heißt, nein, das mache ich jetzt nicht. Jetzt will ich wirklich ein bisschen unterwegs. Jetzt haben wir ein bisschen Handwerk. Das können wir ein anderes Mal machen, wenn wir zurückkommen. Wir sollen nämlich dann unveredelter Erz aus Erzadern rund um Königsfels suchen. Ja, gut.
Gehen wir mal raus. Ich meine, Schwert ist nicht schlecht. Also, wie gesagt, für mich ist hier Speer und Bogen, aber auch Schwert ganz interessant. Magie ist nicht so mein Ding hier, habe ich gemerkt. So, schauen wir mal. 200 Meter. Er wird vom Schwein gejagt. Ja, sind wir schuld. War ich da nicht schon? Aus Neugier? Okay. Ach, Feuersteine habe ich, glaube ich, genug. Blumen für den Erben. Ach, ich soll Blumen sammeln. Oh, war das Schwein. Wie viele denn? Wo ist denn der Penner? Da. Machen wir das so. Nein, mit ihr spreche ich nicht. Das können wir auch später machen. Jetzt zur Nummer 1. Ritter im Norden oder erstmal Wein der alten Welt. Ein Vertrag. Ich untersuchte den von Isabella unterzeichneten Vertrag und fand den Abdruck auf dem Siegel recht ungewöhnlich. Wie erwartet war es in rotem Wachs... Ach, das haben wir, glaube ich, schon. Ja, das haben wir schon. Schwein, lass es sein. Ja, wir gehen erst zur Nummer 3 und dann... Der wollte sich mit mir anlegen, der Junge. Oder Mädel. Eva. Haben wir eigentlich neue Schuhe? Oder so? Ja, wir haben nur... Erntehandschuhe, Wächterhandschuhe und die Rüstung. Was hatte ich dieselbe fast ist. Oh, okay. Wir können ja genug tragen. Ich laufe schon wieder falsch. Ich muss so... Okay, gehen wir einfach so. Gehen wir einfach rundherum. Ach, Wölfe. Meine Freunde hier. Wölfe sind überall Freunde von mir. In jedem
Spiel. Das sind verfluchte Wölfe. Komme ich hier runter, ohne zu sterben? Muss ich überhaupt hier runter? Eigentlich hätte ich einen den Weg nehmen können, aber ich bin mal wieder... Ja. Schnellreise hätten wir auch da. Hm, Dummi. Okay. Aber so eine Welt sollte man ja auch erkunden. Ja, einen immer mit. Was da hast, das hast du. Oh, hier schon wieder. Vielleicht auch nicht. Ich gehe mal hier hin. Gucken mal auf die Karte. Nein, ich muss da hoch. Okay. Kämpfen wir uns nur wieder durch. Na, was machst du? Na komm. Cool, Junge. Okay. Du musst schon... wechseln. Weiter geht's. Hör auf! Und du tanzt dich hier rum. Okay, dich hätten wir auch. Nerv doch nicht. Hallöchen. So, da ist Nummer 1, aber wir gehen erst zur Nummer 3.
Damit wir das erledigt haben. Also es sind ja Spieler unterwegs. Also tot ist das Spiel nicht, wie immer behauptet wird. Ja, ich muss runter zum Strand. Da muss ich hin. Ja, ich könnte auch schleichen, ich weiß. Nebelwein. Für alle Hol bin ich hier und riske mein Leben. Das wollen sie mich nicht angreifen. Oh. Krokodil Dundee. Nein. Haben wir... Okay. Dann tschüss, macht's gut. Los! Stirb! So... Tachchen. Das hier haben. Sieh durch das Fernglas. Warum auch immer. Okay. Tumult an den Docks. Verdammte Axt. Lesen. Diese verdammte Waffen schießen ja nicht einmal. Welchen Nutzen haben sie, dann außer hübsch auszusehen? Okay, was für Waffen? Kann ich mit denen interagieren? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß es nicht.
Nicht in die Richtung. Nicht in die Richtung. So, wo ist meine Belohnung? Oh, wer bist du? Nein! Ich hab euch doch schon besiegt. Kabumba! Auf Wiedersehen. Was ist los? Was ist mit dem Spiel los? Ja, okay. I don't have to understand this. Guck da, guck mal hier. Yappi, yappi, yummy, yummy. Gerade nicht, was mit dem Spiel los ist. Ja. Ja, gut. Hast dich beruhigt? Nein. Das Spiel ist kaputt. Außerdem wollte ich ja gar nicht hierhin. Sie hat sich beruhigt. Okay, ihr Lieben, das soll es aber für diesen Part gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Sieht ziemlich matschig aus da, ne? Ja. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen hoch, Kommentar, Tipps und Tricks, wie immer, würde ich mich sehr darüber freuen. Und im nächsten Part geht's dann weiter. Bis dahin. Adios.